Heute, vor genau 75 Jahren, wurde Augsburg von der NS-Tyrannei befreit. Am 28. April 1945 rückten Einheiten der 7. US-Armee in Augsburg ein. Die Straßen waren frei von Barrikaden. Von zahlreichen Gebäuden wehten den US-Truppen weiße Fahnen entgegen. Die Waffen schwiegen an diesem Tag. Kein einziger Schuss fiel. Das war dem Weitblick einiger Augsburger Bürger zu verdanken. Im Untergrund hatten Mitglieder der sogenannten Freiheitsbewegung in den Tagen zuvor die kampflose Übergabe der Stadt vorbereitet. Auf diese Weise wurden Menschenleben geschont. Auch die verbliebene Augsburger Bausubstanz nahm so keinen weiteren Schaden. Aber der Krieg hatte in Augsburg bereits tiefe Wunden hinterlassen. Teile der Innenstadt waren zerstört, viele Bürger hatten ihr Leben gelassen. In einem großen Kraftakt haben die Augsburger ihre Stadt in den Nachkriegsjahren wieder aufgebaut. Mit dem Marshallplan, einem milliardenschweren Konjunkturprogramm, leisteten die USA ihren Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands. In der schwäbischen Metropole richteten die Amerikaner 1945 eine Garnison ein. Die US-Militärpräsenz in Augsburg sollte mehr als 50 Jahre Bestand haben.